So, ihr seid also die Studenten von morgen. Kommt mit, ich zeige euch meine Uni. Die TU Freiberg hat 6 verschiedene Fakultäten mit insgesamt 69 verschiedenen Studiengängen. Also da ist für jeden was dabei. Das Coole an Freiberg ist, dass man hier echt alles mit dem Fahrrad erreichen kann. Mit dem Zug ist man dann aber trotzdem schnell in Dresden und Leipzig. Bei einem technischen Studium ist natürlich die Praxis sehr wichtig, sodass es hier viele Orte wie diesen gibt, wo unsere Ingenieure testen, messen und prüfen. So wird aus der Theorie Praxis. Ja, und nach dem Praktikum geht's fix in die Mensa, wo übrigens auch unsere Paketstation ist. Und wer nach dem Essen noch Bock auf einen Kaffee hat, hier ist kein Weg weit. Beim Schloss gleich um die Ecke ist das Campus Café. Hier gibt's Lesungen, Bandauftritte und auch ab und zu Science Slams. Ich kann sie euch zwar jetzt noch nicht zeigen, aber hier im Hintergrund wird gerade die neue Bibliothek gebaut. Und auch an vielen anderen Orten entstehen neue Projekte. Das Coole an den Wohnheimen hier ist, dass es günstige Flats für alles gibt. Sodass man sich um Strom, Wasser und Internet und sowas überhaupt gar nicht mehr selber kümmern muss. Vom Einzelapartment bis zur 6er WG gibt's hier alles. Ich finde natürlich die großen Wohnungen nice, weil man Leute zu sich einladen kann. Und auch für die Chemiestudenten von morgen haben wir topmoderne Labore. Und an eurer Ausrüstung wird auch nicht gespart. Und im Gegensatz zu anderen Unis bekommt man hier auch easy einen Laborplatz. Unsere geowissenschaftlichen Sammlungen sind die bedeutendsten ihrer Art. Und das Beste daran ist, dass wir als Studenten direkt mit den Exemplaren arbeiten dürfen, die teilweise so wie dieses hier über 100 Millionen Jahre alt sind. Und in unserer Terra Mineralia gibt es sogar noch mehr davon. Kommen wir nun zum Hotspot der IT. Die Cave ist ein interaktiver Projektionsraum, mit dem wir verschiedenste Umgebungen darstellen können. Neben solchen Simulationen arbeiten wir aber auch an der neuesten Robotertechnik. Und das Ganze findet sogar auch unter Tage statt. Absolut einmalig. Vom Forschungsprojekt in die Vorlesung. Hier rechts und links neben mir werden die zukünftigen Marketing-Experten und Manager studieren. Ja, damit sind wir auch schon am Ende unserer Tour. Aber jetzt seid ihr dran, denn es gibt natürlich noch viel mehr zu entdecken. Also in diesem Sinne, Glück auf!